Und schon wieder zurück im winterlichen, erstaunlich winterlichen Jalsingor bei der Schicksalsklinge in der wundervollen HD-Version. Ja, letzte Folge haben wir den letzten Hinweis bekommen. Diese Folge würde ich gerne versuchen, ein Event zu triggern, wie man in der Fachsprache sagt. Und zwar lese ich hier auf den Schiffswegen nach... Oh nein, die Karte. Ich geh mal gerade raus. Ich will nicht schon wieder eine Karte haben, die sich ewig hin und her bewegt. So. Und zwar auf den Schiffswegen nach Kord, Manrin oder Overthorn. Und da Overthorn ja quasi genau auf dem Weg liegt, wo wir auch hin müssen, hier oben hin nämlich, würde sich das ja anbieten, aber nicht für 48 Dukaten. Auch nicht für 14 Dukaten. Meine Güte. Nach Kord? Wo ist denn Kord? Kord ist hier unten. Oh Gott. 25 Dukaten. Ja, das hat sich... Das ist alles ausgeschlossen. Das ist alles ausgeschlossen. Da gehe ich doch lieber mal hier in die örtliche Taverne und gucken mal, ob wir morgen vielleicht ein besseres Schiffchen bekommen. Da müssen wir jetzt auch, da können wir auch mal den Schlafsaal wieder nehmen. Wir können ja mal wieder wie echte Abenteurer nächtigen. Ah, ein Bad, ein Becher guter Roter und ein sauberes Bett. Das ist es, was ein Held mit Stil am Abend nach langem Marsch benötigt, meint Konrad zufrieden. Und Wassersuppe, den Brunnen und einen verlausten Strohsack ist alles, was er hier bekommt, ergänzt Nariel verächtlich. Ach, deswegen will sie immer die Gruppe verlassen. Die Tavernen sind ihnen nicht gut genug. Dabei muss man aber doch eigentlich dazu sagen, dass die Tavernen, die wir hier aufsuchen, normalerweise doch echt die besten der Stadt sind. So, gibt's eine günstigere Fahrt nach Overthorn? 48 Dukaten. Es hat sich nichts verändert. Vielleicht liegt es auch daran, dass es noch nicht... Auch nochmal 8 Stunden obendrauf, dann mal nachmittags gucken. Nein, da will ich doch gar nicht hin. In Ruhe mit deiner Schmiede. Es ändert sich auch einfach nicht. 15 Dukaten. 30 Dukaten. Puh. Muss ich mich gerade mal ordentlich hinsetzen da. Das ist mir alles zu teuer. Ich meine, 15 Dukaten wäre ja fast noch erträglich, aber 24 Dukaten ist einfach zu viel. Nicht für eine Schiffsreise. Ich meine, so können wir auch die Zeit bis zum Sommer überwinden. Das ist auch kein Problem. 19 Dukaten bis nach Overthorn. 22 Dukaten bis... Oh ja, gut. 18 Dukaten. Komm, ich versuche das mal. Wenn das Event triggert, bin ich glücklich. Wenn nicht, müssen wir ja sowieso nochmal laden. Weil dieses Event wohl nur passiert, wenn man von Jalsingor in einer der Städte hier fährt. Also machen wir es einfach mal. Gucken wir mal. Vielleicht. Am Horizont könnt ihr ein weiß-rot gestreiftes Segel entdecken. Ja, mit Piraten? Dann entdeckt ihr mit Schrecken, dass es sich um Piraten handelt, die nun längsseits kommen. Etwa eine Handvoll der bärtigen Räuber entert euer Schiff. Ja, gut. Das war jetzt irgendwie nicht der Plan. Ich wollte nicht mit Piraten zu tun haben. Ich wollte... Naja, lass mal das. Vielleicht kommt es ja noch. Noch sind wir nicht angekommen. Und im Zweifel müssen wir dann sowieso nochmal laden. Jetzt ist die Frage... Die haben schöne Hüte auf. Ich will die eigentlich hier nach vorne locken, wenn ich ehrlich bin.
Also hier durch den Mittelgang. Da kann man sie nämlich ganz schön abfangen. Und hier machen wir dann unsere zweite Reihe. Na gut, es sind mehr Fernkämpfer als Nahkämpfer tatsächlich. Mit Sandalen sind sie unterwegs. Wer kommt auf leisen Sandalen? Es sind gar garstige Vandalen. Lassen wir das. Lassen wir das. Ja, ich glaube, mit ihm kann ich niemanden mehr erreichen. Ich glaube, es ist auch die Zeit gekommen, wo wir da vorstürmen müssen. Denn die werden sich nicht vorne zu uns wagen. Das sind nämlich alles Fernkämpfer. Manchmal habe ich es ein bisschen schwer, hier die Tasten zu treffen. War das ein Paradepatzer? Paradepatzer habe ich am liebsten. Also bei Gegnern. Nicht bei mir selber, um Gottes Willen. Paradepatzer heißt in den allermeisten Fällen, er schmeißt seine Waffe quer über das Schlachtfeld, weil er gerade Lust drauf hat. Und ich bin wieder der Überzeugung dafür, dass wir hier gegen die Piratenplage kämpfen. Und die Piraten vertreiben, sollten wir eine deutliche Reduzierung des Überfahrtpreises bekommen. Bekommen wir aber nicht. Wir müssen den vollen Preis bezahlen, müssen uns noch unseres Lebens erwehren. Das ist einfach ungerecht. Ich unterschätze immer wieder, wie viele Lebenspunkte unsere Leute mittlerweile schon dazu bekommen haben. Es ist dann doch immer wieder schön zu sehen, dass sie eine Menge aushalten. Ich meine, ich könnte da oben noch hinlaufen. Dann habe ich, glaube ich, hier eine Linie zum Ziel, den ich hier hinstelle. Dass er in der Situation nicht die Flucht ergreift, zeugt eigentlich davon, dass er den Darwin Award gewonnen hat. So. Erledigt. Die Säbel können sie meinetwegen nicht behalten. Ich nehme sie mit. Und nachdem die furchtlosen Helden die gefürchteten Piraten das Fürchten lehrten, setzten sie ihre Seereise um einige Beutestücke reicher fort. Ja, von wegen. Kann auch sein, dass der Kampf komplett nutzlos gewesen ist, weil dieses Event nicht kommt. Das ist so ein bisschen wie mit dem mit dem Geisterschiff. Ja, ich hab's befürchtet. Oh, na gut. Wisst ihr was, wie wir das machen? Ich meine, wir haben jetzt einen Kampf gemacht, wir haben die Reise einmal gemacht. Ich mache die Reise jetzt so oft, bis wir dieses Event bekommen. Da mache ich einen ganz kleinen Cut hier an der Stelle. Und wir sehen uns in 2 Sekunden wieder, wenn dann hoffentlich dieses Event auftritt. Damit wir jetzt nicht die ganze Folge damit verbringen, nur hin und her zu reisen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Sekunden. Einen ganz, ganz kleinen Augenblick. So, da sind wir schon wieder. Durch einen schweren Sturm seid ihr etwas vom Kurs abgekommen, wodurch sich eure Reise um einige Stunden verlängert. Ihr befindet euch nun in wenig befahrenen Gewässern, allerdings ist trotzdem ein anderes Schiff am Horizont zu sehen. Als ihr euch nähert, erkennt ihr, dass es sich um einen Walfänger handelt. Die Aufregung bei euch an Bord ist groß, ist doch der Wal das heilige Tier Svafnirs,
Die Männer bereiten sich unter lauten Flüchen schon aufs Entern des Walfängers vor. Gleich seid ihr in Reichweite. Auch auf dem anderen Schiff ist Hektik ausgebrochen, nachdem sich herumgesprochen hat, dass man entdeckt worden ist. Auch hier greifen die ersten Besatzungsmitglieder zu ihren Waffen. Ein Kampf scheint unausweichlich zu sein. Was wollt ihr tun? Brüder übernimmt hier das Zepter und ihre Axt ist kampfbereit, immer. Also wir werden ebenfalls die Waffen ziehen und angreifen, denn wer Wale fängt, unfassbar. Was? Alles klar. I see. Ich positioniere mich mal ganz langsam. Es sind dann doch ein paar mehr. Habe ich jetzt so nicht mit gerechnet, aber gut. Und da ist der Steuermann. Und irgendwo war auch noch ein Kapitän. Den habe ich nämlich oben gesehen in der Leiste. Pass auf, hier ist der Steuermann. Torvala. Da ist der Kapitän. Aha, alles klar. Na gut. Wie kann ich den jetzt am besten erreichen? Am besten so. Brüder hält mal hier die Stellung. Ja, sind doch ein paar mehr unterwegs hier. Ich glaube, da werde ich mal den einen oder anderen Zauber auspacken. Also im Sinne von Flimmi Flammi. Also nicht Flimflam, aber ihr wisst, was ich meine. Aber dass die gar keine Angst haben. Ich meine, das sind Torvala. Und Torvala, die Wale jagen. Ich weiß es nicht. Kommt mir ein wenig gefährlich vor. Aber die sehen auch sehr grimmig aus. Das muss man ihnen lassen. Jetzt haben sie da so einen kleinen Prügelkreis rund um Rayada gezogen. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Mein Bruder kommt mit den dreien da oben locker klar. Das ist überhaupt kein Problem. Ludwig hält auch im Zweifel die Schüsse aus. Naja doch, die vertragen ein bisschen was. Das sind nicht unsere üblichen Orks oder betrunkene Räuber oder sonst irgendwas. Das sind ausgebildete Torvala. Wie? Was? Oh nein, er hat schon wieder seine Waffe verloren. So manchmal, da frage ich mich, was der Konrad macht mit seinem teleportierenden Dolch, der eigentlich normalerweise jederzeit zu ihm zurückkommen sollte. Da weiß ich dann auch nicht mehr. So, komm, wir hauen mal hier einen richtigen schönen Ignifaxius rein, einen harten Ignifaxius. Die sind doch alle einen Kopf größer als unsere Leute. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Und wir hauen noch einen Fulminictus hinterher. Dann hat sich's um den nämlich auch erledigt. Wir haben auch eine ordentliche Rüstung, wenn ich das richtig sehe, weil wir machen nicht so viel Schaden, wie wir eigentlich machen sollten oder wie wir bei anderen Kalibern machen. Aber letztlich haben wir natürlich keine Wahl. Sie müssen bestraft werden für diesen Frevel. Ich denke, das wird unser Ansehen bei Svafnir auch nochmal deutlich erhöhen. Und
Und jetzt werden sie nach und nach auch hier ordentlich wegdezimiert. Nur der eine hier unten, das ist glaube ich der... Ne, der ist geflohen. Wo ist er denn bitte schon hingeflohen? Kann er mir das mal erzählen? Das ist der Kapitän, der sich hier hinten zurückhält. Alles klar. Ich meine, der kann ja jetzt nicht einfach auf ein anderes Schiff oder so. Er hat eigentlich überhaupt keinen Platz zum Fliehen. Ja, da hat der Steuermann ihn schon alleine gelassen, den Kapitän. Armer Kapitän. Jetzt ist er nämlich dran. Naja, da möge nicht flüchten, sie sollen nur dabei helfen, den Kapitän einzukreisen, weil den würde ich ehrlich gesagt schon gerne klein kriegen, beziehungsweise ihm den Garaus machen, ohne dass er fliehen kann. Androsch kann, glaube ich, auch stehen bleiben. Wobei, nee, komm, wir ziehen ihn mit nach vorne. Für alle Fälle. Brüder geht hierhin, Androsch geht dahin. Ich denke, dann sind wir gut aufgestellt. Ludewig kann dann im Zweifel nach hinten rumgehen und Rayada ersetzen, sollte er dann irgendwann mal ankommen. Aber ansonsten haben wir dann, glaube ich, alles im Griff. Auch wenn ich glaube, dass der Kapitän natürlich derjenige ist, der hier am meisten austeilt und am meisten einstecken kann. Nichtsdestotrotz ist er mittlerweile relativ alleine. Ach ja, guck mal. Ging ja jetzt doch zügig. Da ist deine Waffe, Konrad. Der Kampf ist vorbei, ihr habt gesiegt. Die Besatzung eures Schiffes hat zwar große Verluste zu vermelden, aber die Walfänger sind entweder zu Boron geschickt oder sicher gefesselt in die Brigg gesperrt worden. Im Hafen werden sie der Wache übergeben, die Überlebenden müssen sich auf härteste Strafen gefasst machen. Den Walfänger selbst habt ihr in Schlepp genommen. Ihr setzt eure Reise fort. Ja, aber darf ich den denn nicht haben, jetzt das Schiff da? Das wär doch schön. Naja. Das Schlimmste wäre jetzt gewesen, wenn jetzt plötzlich Nachrede gesagt hätte, ach, wisst ihr was, Leute, ich bin mal weg, tschö. Mach das doch normal. Das ist ja... Gut, wir haben den Walfänger gestoppt. Ich bin so stolz auf uns. Es hilft uns nur nicht so viel weiter in Sachen Stufenanstieg, aber ich glaube auch nicht, dass wir noch einen Stufenanstieg im Rahmen der Schicksalsklinge hinbekommen. Da glaube ich einfach nicht dran. Warum steht hier was offen? Die Tür... Nee. Achso, das ist ein Fensterladen. Ah, okay. In der Herberge Admiral gibt es erstmal was Leckeres zu essen und dann wieder eine richtig schöne Suite, denn wir müssen ein bisschen meditieren. Und dann müssen wir noch ein bisschen Wunden versorgen. Mach ich mal hier, 13 Lebensenergie, alles klar. Und kann es nicht richtig versorgen. Komm, wir schlafen mal 24 Stunden in der Suite, haben wir uns verdient. Och, nö. Was ist denn das hier bloß für eine Herberge? Fragt sich Brüder. Kratzige Decken und lauter Fliegen im Zimmer. Schlafkomfort sieht wirklich anders aus. Brüder findet keine Ruhe. Und dann nehmen wir gleich nochmal ein Abendessen zu uns und nehmen nochmal die Suite in Kauf und werden dann nochmal den Rest... Wobei, ich mache erst Heilkunde Wunden und dann wird der Rest wegmeditiert. Schon wieder nicht geschafft. Weißt du was? So. Mal schon mal eine von den Dingern loswerden. Die Flaschen bewahre ich mir natürlich auf. Für alle Fälle. Denn wir müssen ja dann auch noch ein bisschen was... Wir geben hier auch mal zwei.
müssen auch noch ein bisschen was brauen, sobald wir mal wieder in Torwald sind. So, jetzt würde ich aber morgen tatsächlich auch mal gucken, ob es hier nicht irgendwo... Komm, wir können noch mal 24 Stunden pennen. Und morgen schaue ich mal, ob es hier nicht irgendwo noch einen Waffenladen gibt, wo wir mal eben die ganzen Sachen, das ganze Plündergut loswerden können, das wir zwischenzeitlich angesammelt haben. Ach, wir stehen direkt neben dem Waffenladen. Ach, schau mal einer an. Sehr gut, sehr gut. Ich schicke mal Rayada nach vorne und sie kann auch mal hier, jeder von euch kann mal eben... Wir sind nämlich die heldenhaften Immernsieger, damit das auch jeder sieht. Dann würde ich gerne verkaufen. Das ganze Zeug, das wir den Piraten abgenommen haben. Und den Orks, nicht zu vergessen. Da haben wir ja auch nochmal ein bisschen ordentlich geplündert. Oh, halt, die Axt hier. Orknase braucht Ork. Ich kann mich erinnern, in der ursprünglichen Schicksalsklinge habe ich ganz oft mit Orknasen gekämpft. Hier habe ich sie irgendwie sehr vernachlässigt. 6 Dukaten würden wir bekommen. Ich will 25%, vielleicht 15%. 15% gibt er mir, alles klar. Habe ich jetzt noch irgendwas dabei, was verkaufswürdig ist? Ich glaube nicht. Inventar ist wieder aufgeräumt. Na, sieht gut aus. Ist das jetzt wegen dem Schleifstein? Wegen den 25 Unzen Gewicht, dass der... Nee. Macht keinen Unterschied. Nun gut. Noch was Gutes fürs Waffen hier getan. Ne? Kann man ja auch selten von sich behaupten. Ich glaube, die Götter sind uns mittlerweile relativ gewogen. Und das hilft sehr, denn es wird uns... Also wir werden sowieso nicht die Wunder von allen Göttern in Anspruch nehmen. Die permanenten Wunder gibt es, glaube ich, auch nur von einigen Göttern, nicht von allen. Insofern... Wo ist denn der Hafen hier? Ja, hier. Insofern... Hilft das eigentlich auch, wenn Rayada vorne ist beim Falschen bezüglich der Schiffsreisen? Eine Dukate nach Tianzet. Nehme ich. Und von Tianzet können wir im Zweifel auch zu Fuß nach Liskor. Das ist gar nicht so weit. Am Horizont könnt ihr ein weiß-rot gestreiftes Segel entdecken. Dann... Langsam kann ich die Piraten aber auch nicht mehr leiden, da bin ich ganz ehrlich. Es sind zum Glück jetzt nicht so viele. Die übliche Bagage. Ja, es ist ein bisschen schwierig hier zu kämpfen. Oh, warum machen die denn so viele Schadenspunkte? Was ist denn mit denen los? Ja, wie gesagt, dann können wir im Zweifel auch den Weg zu Fuß nach Liskor antreten. Das ist auch nicht so schlimm. Im Gegenteil, da können wir vielleicht sogar noch ein paar Kräuter sammeln. Und ich würde aber von Liskor aus tatsächlich erst einmal die ganzen Dinge noch machen, die wir noch bei Orkanger zu tun haben. Denn ich glaube, Orkanger ist jetzt tatsächlich das letzte Dörfchen, das wir noch nicht besucht haben, weil da letztes Mal ein Steinschlag gewesen ist, der uns aufgehalten hat. Und wo dann auch stand, das ist wahrscheinlich für mehrere Wochen nicht passierbar. Und dann glaube ich das natürlich auch. Mittlerweile müsste es aber wieder passierbar sein, weil doch diverse Wochen vergangen sind. Ich glaube, es ist fast ein ganzes Jahr mittlerweile vergangen. Och, bitte. Es liegt natürlich an mir. Also, ich würde die Schuld gerne aufs Spiel schieben, aber es liegt natürlich an mir, weil ich zu hektisch klicke. Weißt du was, geht doch schon mal nach unten. Aber die werden hier relativ zügig fertig mit ihren Piraten. Also, wie gesagt, erstmal nach Orkanger. Dort haben wir noch, glaube ich, noch 2, 3 Sachen zu tun.
Und von Orkanger würde ich dann nochmal nach Liskor hoch und würde die Sache mit dem Beil und Karreiter machen. Für den Moment würden wir dann Nariel aus der Gruppe nehmen. Das wird wahrscheinlich auch der letzte Moment sein, ja, den wir sie im Rahmen der Schicksalslinge überhaupt in der Gruppe haben. Ich verabschiede mich nur sehr ungern von Nariel. Sie ist zu einem Teil unserer Gruppe geworden. Ohne jeden Zweifel. Ein hochgeschätzter Teil unserer Gruppe. Ja gut, das können sie jetzt meinetwegen auch behalten. Und nachdem die furchtlosen Helden die gefürchteten Piraten das Fürchten lehrten, setzen sie ihre Seereise um einige Beutestücke reicher fort, genau das. So. Hier müssen wir eigentlich nicht viel machen. Ich würde tatsächlich... Nee, es ist ja gerade ganz früh am Tag noch. Hier gibt es aber eine Kräuterhändlerin, die mir immer... Haska von Manrek. Die wurde mir ja immer wieder empfohlen. Nichtsdestotrotz ist unser eigentliches Ziel Liskor. Straße sturmfrostig. Es ist dann mittlerweile schon der 12. Ingerim. Also es ist schon Spätfrühling quasi. Und es ist immer noch... Ja gut, es ist das Nordland, ne? Wann ist es hier mal nicht frostig? Vor allen Dingen, wir sind nördlich der Bremer Halbinsel und ich glaube, da ist der Frost, glaube ich, auch im Sommer ein Dauerzustand. Ein Löwe. Wo ein Löwe ist, da folgt der zweite. Als hätte ich es nicht gerade erst gesagt. Ein Löwe ist, da folgt der zweite nicht auf dem Fuße. So rum. No. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Nein. Konrad könnte auch mal gerade wieder wechseln zum Zauberstab. Ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig, das muss ich nochmal nachlesen, inwieweit man da den Zauberstab jetzt zu einer Einhandwaffe umformen kann. Damit wir eventuell die Glaskugel noch in die Hand nehmen können. Das wäre nämlich schön. So, das wollte ich ja gar nicht. Ups. So. Erledigt. Wir sind Helden, wir müssen uns nicht heilen. Ich denke, die, ja, das, was wir hier verloren haben, das war noch von dem Piratenüberfall. Das war jetzt nicht von den Löwen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich habe schon wieder die falsche Dame losgeschickt. Sie sehen sich aber auch verdammt ähnlich. Nicht schlimm, ich denke, wir haben noch genug zu essen und genug zu trinken dabei, um auch mal 2-3 Tage ohne Jagderfolg klarzukommen. So, willkommen in Liskor und Nariel will uns gar nicht verlassen. Jetzt, wo sie gehört hat, dass wir sie eventuell aus der Gruppe entlassen würden, jetzt will sie nicht mehr. Jetzt will sie nicht mehr. Okay, alles klar. Habe ich jetzt auch verstanden. Da wird uns angezeigt, wo wir hin müssen, ne? Richtig. Naja, nichtsdestotrotz werde ich erstmal nach Orkanger gehen und uns da umgucken. Soweit ich hier lesen kann, gibt es da noch... Was haben wir denn da? Aha, aha. Aha, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Da warten wir noch drauf. Das machen wir, das kommt als letztes. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge, nachdem wir diese Folge großes Ansehen bei Svafnir gesammelt haben... Wenn wir nächste Folge dann in Richtung Orkanger marschieren und danach kümmern wir uns um die Beilunker Reiterin. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.